Und damit herzlich willkommen zurück zu Lost Worlds. Und wir haben Grace verloren. Beziehungsweise sie hat etwas verloren, nämlich beinahe diese Depression, die der Tod ihrer Oma sind, hineingeworfen hat. Und wir schauen mal, wie wir da wieder rauskommen. Oh, hallo! You. Ja. Können wir den mitnehmen? Ich finde den süß. I couldn't face myself. I know you'll always be there. Maybe that's okay. Auf jeden Fall. You're part of this adventure. Und mit diesem Abenteuer gehört das Leben, also ist das Leben eigentlich gemeint. Ihnchen braucht man. Ohne Ihnchen wird's schwierig. Thank you. Ne? Was wäre das Leben ohne Reue? Now. Now. I will return the fireflies. I'm coming for you, dragon. With her confidence renewed, a newfound power coursed through her. Wir haben wieder alle unsere Worte. Wir haben unsere Worte wieder. Ja. Oh, guck mal. Übrigens, wir werden nicht alle geschafft haben. World Magic. Ich habe zwischendurch mal überlegt, ob ich zurückgehen soll und nochmal. Also, wir haben ja einen nicht gekriegt. Ich meine, einen oder zwei haben wir verpasst in der Zwischenzeit. Aber. Aber es gibt Schlimmeres, ne? Tauschen? Ne, tauschen können wir nicht. Brechen wollen wir auch nicht. Wollen. Mach mal wieder ganz hier frei. Wir haben den ja kaputt gemacht. So, ne, tauschen war ja mit Lampi, ich glaube. Oh, Stille. The world welcomed her. Forward. Oh, warte. Ja, da wollte das Spiel mich tricksen. Also austricksen, nicht nur einfach tricksen. Aber nicht so. So, da sind eine ganze Menge übrigens. 40 Stück hier in diesem Leben. She felt that she could touch the sky. Okay, da soll ich glaube ich nicht runter. Ach, voll schön. Ich finde auch, die Musik ist so wahnsinnig gut. Ich finde das so immer extrem erstaunlich. Das ist ja auch ein Indie-Spiel, also kein großes Entwicklungsstudio, was dahinter steht, wo die immer so gute Musik herbekommen und auch das Artwork und alles. Und wenn wir gerade schon dabei sind, das Spiel zu loben, die Voice Actor sind auch sehr, sehr gut. Kein Vergleich natürlich mit mir, weil ich so viel schlechter bin. Nein, man will sich ja nicht. Wie war das? Man soll sein Licht nicht unter den Scheffel stellen, aber das, was die machen, das ist echt gut. Das ist. Gefällt mir sehr. Warte mal. Kann ich da oben was kaputt machen? Nein. Tauschen. Klar. Schweben, bitte sehr. Ich glaube nicht, dass das von dem Drachen gemacht wurde, oder? Okay, die muss ich erst reparieren, okay. Hey.
Hat er es einfach wieder kaputt gemacht, ist mein Wort. So, ich habe gerade echt vergessen, dass man kriechen kann. So, danke sehr. Haben wir eigentlich schon 9, 8 auch genannt. Ich dachte, das würde hochzählen. So. Aber versteht ihr, was ich meine? Dieses Spiel hat eine unheimlich hohe Qualität dafür, dass es in dem Sinne, ich will Indie-Spiele nicht runtermachen, die Indie-Studios, die es inzwischen gibt, sind beinahe, also natürlich nicht so groß, aber beinahe besser als die großen Entwicklerstudios. Was haben wir denn da oben? Das Brechen vielleicht? Hm, okay. Was bist du denn? Okay. Geh mal wieder da oben hin. Oha. Ach, das sind wir. Und der Drache. Nö. Before her. No breath in its body, but no less terrifying. Was sogar vielleicht sogar noch schlimmer sein kann, wenn er nicht atmet. Oh. Deswegen haben wir Tauschen wieder bekommen. Kann ich, ach ja, hier schweben. We will rise to the occasion. Denke ich. Ich glaube, da sind wir ganz gut ausgestattet. Guck mal, dein Buch ist voll. Du hast alles, was du brauchst. Hoffentlich. Fahrstuhlmusik wäre jetzt schön. Was muss man hier jetzt machen? Oh, die fangen jetzt an, Rätsel zu machen. Oh, das finde ich gut. Ich mag sowas. Brennen bitte. Einmal Feuer, Feuer. Tauschen bitte. Ich lasse die auch überall stehen, die Viecher. So, da kam mal das. So, tauschen. Brennen, bitte. Einmal Feuer. Oh, ich brauche jetzt einmal Schweben. Die Rätsel halten sich in Grenzen von der Schwierigkeit, aber ich finde die trotzdem gut. That's it. Ha, 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 ha. Bewegt euch. A gust of fresh air rewarded Grace's efforts. Ah, frische Luft. Oh ja. Was mich daran erinnert, ich sollte hier auch mal wieder lüften. Das ist ja stickig hier. Ich weiß, es ist für euch von fundamentaler Wichtigkeit, dass ihr wisst, dass in dem Raum, wo ich aufnehme, dass es da stickig ist. Aber das ist jetzt ein Wissen, was ihr habt. Da könnte, also das gehört euch jetzt, das Wissen. Könnt damit machen, was ihr wollt. As she rose up the stairs. Hey, komm. So. Diese Stufen sind echt irgendwie doof zu laufen. Jo, was erkannte sie denn? The tower's purpose. To watch over a long forgotten land. So, ich dachte jetzt als Landeplattform für einen Drachen. No statue this time, but bone and scale and claw. Der Nacken.
in its fire-wreathed home, waiting. There you are! And here I come! Soll ich da jetzt runterspringen? Maybe this wasn't such a good idea. Ja, habe ich mir gerade auch gedacht. It was a great idea. Okay, ja, sie ist verspielt. Ah, oh, da sind wir fast hängen geblieben. Also aufpassen hier. Ja, ich muss aufpassen, dass ich keine Vögelchen übersehe, hätte ich fast gesagt. Glühwürmchen da. Ah! Oh, und dafür sind wir diesen riesen Tour. Oh. The world darkened around Grace. She had reached the Dragon's Mountain. Das war auf jeden Fall ein sehr steiler Abgang. Okay, ich höre schon. For the first time, Grace felt no fear. She knew she had all she needed. Ja, haben wir was? Haben wir wirklich alles, was ich brauche? Oh, okay. Ignorieren, voll gut. Natürlich, wir ignorieren einfach die Lava, das ist eine gute Idee. Oder etwa nicht. Wir müssen nur aufpassen, dass das Ignorieren hält. Okay, ich weiß nicht, warum ich dachte, ich müsste da was machen. Naja, egal. Höchstwahrscheinlich hätte ich da was machen können und habe jetzt einen von den schönen... von den schönen Glühwürmchen vergessen, oder? Wahrscheinlich. Das ist der Level der langen... Der Level der langen Aufzüge. Dum, da, dum, dum. Klingt wie ein Buch von Alfred Hitchcock. Grace no longer felt the heat. Wir sind ja auch jetzt im Wald. In its stead, a cold dread crept up her spine. Cool. Also so sollte Grace anscheinend nicht sterben. In its stead, a cold dread crept up her spine. Okay. Okay, ich wollte gerade sagen, komme ich da denn lang? Alles klar. Ja, ich dachte vielleicht, na, komm's. Das Spiel ist ein bisschen merkwürdig, was die Steuerung mit der Tastatur angeht, weil W und Springen... Ach, W und Leertaste ist beides Springen. Von daher möchte ich zu entschuldigen, dass es manchmal aussieht, als wäre ich nicht in der Lage, ein Spiel zu spielen. Was natürlich stimmt, davon ab. Nur halt aus anderen Gründen diesmal. So. Haben wir bisher alle. Ich hätte gerne einen Zwischenstand. This looks like my village. Geht's aber nicht so gut. Be. Warum? Nur weil wir einmal komplett um die ganze Welt herumgelaufen sind und wieder da angekommen sind, wo wir gestartet sind. An eerily familiar sight awaited her. That's my house. How? Ava. Hallo? Elder Ava. Ah, das ist ein sehr ungünstiges Timing. Only emptiness remained. Ich gebe meinem Haus nach. Stimmt richtig.
zur Lehre blieb. Her thoughts raced ahead of her. This can't be real. A trick. I can't let it be real. Okay, ich glaube, ich muss doch da hoch. Oder? Ja. Speicherpunkte. Speicherpunkte sind das, nein. Komm. Entschuldigung. Hat man wahrscheinlich, ja. Ich habe gerade schon das Leuchten gesehen und dachte so, ja, das ist klug, dass ich da jetzt runtergesprungen bin. Aber egal. Egal. Die haben wir gesammelt. She gripped the chain with furious determination. Okay. Guck mal, da sind Fische. Das ist ja ungewöhnlich für einen Wald. I know you're there. Wir sind jetzt im Wasser. Ja. Nee, die können dir nicht vergeben. Die sind tot. Okay, vielleicht sind sie nicht tot. Grace pushed ever upwards. Ich frage mich gerade. Okay, Das ist ein bisschen. Ja, na. Das Spiel spielt mit uns. Komm. Hüpf. Und einmal reparieren, bitte. Haha, ich brauch dich gar nicht. Oder so. So. Entschuldigung, Baum. Ich muss da nur meinen Freund gerade sammeln. Und wieder aufwärts. Danke sehr. Was haben wir denn da mit der... mit der Skybox? Die war ein bisschen ungünstig da, aber ich... sowas passiert halt. Das sieht man auch nur mal so, als ihr euch mit dieser Art von Film nicht so auskennt, sag ich mal. Das, früher, wissen Sie, Disney-Filme und so, die ganz alten, die wurden tatsächlich so gemacht, dass die mehrere von diesen Ebenen halt hatten. Das heißt, sie hatten das hier gemalt, dann diese Dunkelheit, diese, dass sie dann so hintereinander aufgestellt wurden und dann konnten die diesen Bewegungsmodus, den wir jetzt hier sehen, ist mehr oder weniger das gleiche. Das sind dann die einzelnen, ja, oder die Kamera sich selber bewegt hat, beziehungsweise eher die einzelnen Hintergründe sich bewegen. Warum auch immer ich das jetzt erklären musste. Lass mich. Wir wollen ja eigentlich einen Drachen fangen. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Wir haben ihn ja brüllen gehört. Irgendwo wird er dann sein. Nein. Ha. Das Spiel spielt seine alten Tricks mit uns. But even through adversity within and without, her determination shone bright. She had grown. Ich meine, es ist ein bisschen pathetisch, aber ich finde es schön, so die einzelnen Level nochmal abzulaufen. Oh hey. Bring uns nach oben. Bring uns zum Licht. Okay. Vielleicht hier lang?
Jetzt muss ich doch ausprobieren. Okay, die ist, naja. Ich habe mich gar nicht von ihm verabschiedet. Der ist einfach nur verschwunden. Tschüss, weiser alter Mann. Ich zerstöre die letzten von deinen Verehrern geschaffenen Statuen. Ist das okay? Warte mal. Okay. Ich dachte, da wäre... Ja, doch. Doch, doch. Ich dachte, da wäre eine Höhle. Ich bin da ja immer noch auf der Suche. Da dachte ich, da könnte man vielleicht landen, aber dem Spiel war das zu blöde. So. Dann einmal hüpf. Oh, ja toll. Herzlichen Glückwunsch. Na, kommst du wohl. So, ein bisschen Celeste mit reinbringen in das Spiel. Yeah.